In Touch Stars deutsche Stars Silvia Wolny. Silvia Wolny, Trennung in der Türkei. Das ist bisher bekannt. Bittere News aus der Türkei. Silvia Wolny hat sich überraschend getrennt. Was ist nur bei Silvia Wolny, 58, los? Vor einigen Wochen sorgte die TV-Mutti mit einem dramatischen Statement für Aufruhr. Ja, ihr Lieben, das heißt ganz einfach Freiheit, wenn man sich von den Menschen trennen tut, die einem wirklich nicht mehr ja gut gesonnen waren und die immer nur schlecht getan und gemacht haben, verkündete sie auf Instagram. Die Gerüchteküche brodelte gewaltig. Ist alles aus mit ihrem Harald, 63. Silvia Wolny hat sich getrennt. Wie unsere Kollegen von tvmovie.de aus Insiderquellen erfahren haben, hat sich Silvia nicht von ihrem Verlobten, sondern von ihrem ehemaligen Geschäftspartner getrennt. Am 10. Juni 2023 eröffnete die Familie ihre Wolny-Boutique in der Türkei. Eigentlich war ein Klamottenladen mit integriertem Tattoo-Studio geplant. Doch plötzlich war von dem Tätowierer keine Rede mehr. Laut dem Insider kam es zu einem heftigen Streit zwischen Silvia und ihrem Geschäftspartner. Eine weitere Zusammenarbeit ist unter diesen Umständen nicht mehr möglich. Silvia scheint die Entscheidung nicht zu bereuen. So sieht's aus, wenn man frei ist, sagte sie erleichtert auf Instagram. Glücklicherweise hat Silvia Harald, der ihr auch weiterhin zur Seite steht. Von Trennung will sie nichts wissen. Bei einer Fragerunde auf Instagram stellte die Elffachmama kürzlich klar, was die Zeitungen schreiben, interessiert mich nicht, die schreiben sowieso nur, was sie wollen. Laut Zeitungen trennen wir uns dreimal im Jahr. Nicht genug von Promi-News? Dann schaut auch bei WhatsApp vorbei, hier geht's zu unserem WhatsApp-Kanal. Silvia Wolny liebt ihre verrückte Familie. Ausrufezeichen. Die Wolnys, eine schrecklich große Familie, machte Silvia und ihre Kinder deutschlandweit berühmt. Seit 2011 begleitet eine Kamera die Großfamilie in ihrem turbulenten Alltag. Und was haben die Zuschauer der Reality-TV-Show nicht alles schon miterleben dürften? Große Streitereien, liebevolle Versöhnungen, neue Beziehungen, Trennungen, Schwangerschaften und natürlich die Ankunft neuer Familienmitglieder. Immer unter den Augen des starken Familienoberhaupts Silvia Wolny. Und für ihre Familie würde die Vollblutmama wirklich alles tun. Um für ihre Sprösslinge zu sorgen, ist die heute 57-Jährige sogar in den Promi-Big-Brother-Container gezogen und nahm am Kampf der Reality-Stars teil. Und der Nachwuchs schaut sich fleißig bei Silvia ab, wie das mit dem Showbusiness funktioniert. Estefania Wolny überraschte ihre Fans mit ihrer Teilnahme an Deutschland sucht den Superstar und verzauberte die Zuschauer mit ihrer Stimme. Im Großen und Ganzen sind die Wolnys eine glückliche Familie, auch wenn es immer mal wieder kracht. Doch besonders der Streit mit Tochter Kalanta ist der Vollblutmama Silvia Wolny nahegegangen. Es wurde zwar öffentlich nicht bekannt gemacht, dass das Wolny überhaupt mit ihrer Tochter verkracht ist, doch die Indizien sind eindeutig. Kalanta ist schon seit längerem nicht mehr vor der Kamera zu sehen, dafür jedoch ihre kleine Tochter Katalea. Denn das kleine Mädchen scheint im Gegensatz zu ihrer Mutter bei Oma Silvia zu wohnen. Eine Entwicklung, die sich angebahnt hat, schließlich gab es bereits Zoff um das Sorgerecht. Cry with me.